Eva und ich, wir wollen euch heute die Kirche in Allerheiligen zeigen. Und weil wir uns ja nicht treffen können und live durchgehen können, haben wir uns gedacht, wir filmen das Ganze und nehmen euch mit und erklären euch ein paar Sachen. Wie ihr vielleicht schon merkt, bin ich da am Pfarrplatz in Allerheiligen. Und bevor die Kirche da gebaut worden ist, ist eine Notkirche da gestanden. Das hat ausgeschaut wie so eine Baracke. Und die wurde dem heiligen Georg geweiht. Deswegen heißt es auch St. Georgsweg, wo wir da sind. Also die Kirche, die jetzt heute da so steht, ist von 1963 bis 1965 gebaut worden. Geplant worden ist sie vom Architekten Clemens Holzmeister. Und eingeweiht worden ist sie 1965. Diese Kirche ist allen Heiligen geweiht. Deswegen heißt auch die Kirche aller Heiligen. Genau, und jetzt wollen wir euch die Kirche zeigen und da gehen wir zusammen durch. Kommt's mit! Also da links und rechts, da werden immer ganz wichtige Sachen angeschlagen, die einfach die Leute mitkriegen sollten. Zum Beispiel, da sind wir jetzt im Vorraum von der Kirche, da sind auch einige Flyer zum Abholen oder die Kirchenzeitung. Das ist die Tür, wo man in die Kapelle reinkommt. Sollen wir da reinschauen oder nicht? Schauen wir kurz rein. Also das ist die Kapelle. Von der Kapelle aus wird jetzt, weil wir ja auch Livestreams machen, weil wir nicht in die Kirche gehen können zu den Messen, diese werden aus der Kapelle gestreamt. Und deswegen steht auch, und das ist was Besonderes, die Osterkerze. Herrinnen, vielleicht schauen wir sie näher an. Die steht nun mal in der Kirche. Aber eben, weil wir da die Messe feiern, haben wir sie jetzt da hereingestellt. Genau, die wird in der Osternacht geweiht. Genau, da steht das Jahr drauf, 2020. Die ist jetzt ganz neu. Und wichtig ist das Kreuz und Alpha und Omega, das eben Anfang und Ende symbolisiert. Ja, und sonst ist in der Kapelle so gut wie alles, was auch in der Kirche zu finden ist, nur halt vielleicht ein bisschen kleiner. Das werden wir uns in der Kirche anschauen. Ganz stolz sind wir auf unsere uralte Kreuzigungsgruppe, die man in der Kapelle hat. So, jetzt sind wir in der Kirche. Da hinten im Eck haben wir immer die Fotos von den heurigen Taufkindern und auch von euch Firmlingen sind da immer Fotos. Es ist auch die Kinderecke, da gibt es so Kinderbücher, die sie sich nehmen können, damit sie nicht zu langweilig wird in der Messe. In die Bänke sitzen die Leute in der Kirche. Es gibt drei wichtige Positionen. Man steht in einigen Teilen der Messen. Man sitzt oder man kniet, deswegen gibt es auch diese Kniebänke. Und da sind auch noch die Liederbücher, also Gotteslob und David, die zwei Bücher, aus denen meistens in den Messen gesungen wird. Da herum sieht man den Kreuzweg, also eigentlich nicht nur da, das ist jetzt die Station Nummer 8, aber der fängt eigentlich ganz da im anderen Eck von der Kirche an. Und da sind auf der einen Seite die ersten 7 Stationen. Und dann da die Stationen 8 bis 14. Und unser Kreuzweg ist sehr modern, aber es gibt so einen Kreuzweg in jeder Kirche eigentlich. Also wir sind jetzt von hinten nach vorne gegangen und da steht dieses Riesendrum. Und das ist das Taufbecken von der Kirche in Allerheiligen. Ja, wie der Name verratet, ist da dann das Taufwasser drinnen, mit dem die Kinder oder auch Erwachsenen oder wer auch immer, der getauft wird, getauft werden. Da sieht man zum Beispiel schon die Körbchen, mit denen wird die Kollekte, also das Geld, eingesammelt von den Leuten, die die Messe besuchen. Das ist ein Ministrantentop und eben auch die Glocken, die auch von den Ministranten verwendet werden bei der Wandlung. Stehen wir da vor der Pietà.
Es besteht aus einer Skulptur von Maria mit Jesus. Darunter findet sie den Opferstock. Das kennt sie vielleicht von anderen Kirchen, Kapellen. Super, jetzt läuten die Glocken. Genau, da kann man herkommen, unser Licht anzünden und besonders an jemanden denken. Viele denken da an Leute, die krank sind oder die verstorben sind oder die einfach gerade Unterstützung brauchen. Man kann sich auch in das Buch eintragen, das kann man vergleichen mit einem Gästebuch. Man kann da Bitten reinschreiben, man kann da Danke reinschreiben. Ja. Die Kerze der Hoffnung, die wird regelmäßig für Leute angezündet, die verfolgt werden, weil sie eben Christen sind. Da wird gebetet und die brennt dann immer. Da ist auch noch, wie wir hinten schon gesehen haben, von der Taufe und von der Firmung, da die Erstkommunionkinder sind da drauf. Da diese Nummern, das sind die Lieder, die in der Messe gesungen werden, damit die Besucher von der Messe auch wissen, wo sie im Buch aufschlagen müssen. Und da hinten haben wir jetzt gerade so Bilder, die die Kinder eingeschickt haben, jetzt in der Zeit, wo man in die Kirche kommen kann. Und die sind da aufgehängt. Und die hängen da an diesen Kerzen, wie man vielleicht sieht. Also in unserer Kirche gibt es 13 solche Kerzen mit einem Kreuz drüber. Früher waren es nur 12. Die 13. mit dem Rahmen drumherum ist jetzt letztes Jahr dazugekommen. Und das ist, weil man die Maria Magdalena als Apostelin zu den anderen 12 Aposteln aufgenommen hat, weil das sind die Apostelkerzen. Jede steht für einen von den Aposteln Jesu. Und man ist eben darauf gekommen, dass man eigentlich schon, sie eigentlich schon immer dazugehört hat zu diesen Aposteln, aber da das damals im Mittelalter vor allem man nicht wirklich so gesehen hat, dass eine Frau Apostelin sein kann, hat man das jetzt nachgeholt und jetzt ist sie auch Apostelin. Zeig mal nur die anderen. Ah ja. Ah, jetzt stehe ich blöd. genau, da wo die Bilder dranhängen von den Kindern, das sind die restlichen Apostelkerzen und ganz hinten bei der Kircheneingang sind auch noch zwei. Da drüben ist auch noch eine. Neben der Orgel ist auch noch eine. Insgesamt 13 eben. Da sitzt ihr jetzt eins von den vielen Kreuzen in der Kirche. Ihr wisst ja, warum das Kreuz ein wichtiges Symbol ist für uns Christen. Jesus ist ja für uns am Kreuz gestorben. Oft steht dann oben noch Inri, das seht ihr bei dem Kreuz nicht, das ist eher ein moderneres. Genau, links und rechts mit den Leuchtern, die werden dann in der Messe angezündet. Das Ganze steht neben Tabernakel. Im Tabernakel werden die Hostien aufbewahrt, die schon geweiht sind. Wenn jetzt zum Beispiel eine kranke Person beim Pfarrer anruft und sagt, sie hätte gerne die Kommunion, dann wird die da herausgenommen, weil diese Hostien sind in der Messe schon geweiht worden. Nicht so wie die, die wir dann in der Sakristei sehen werden. Schauen wir mal rein. Ihr seht da eben die Hostienschale mit den geweihten Hostien drinnen. Also neben dem Tabernakel steht das ewige Licht. Das ewige Licht brennt immer. Über dem Tabernakel, drüber, sehr zentral, das ist bei der Kirche in Allerheiligen was Besonderes, das ist ein Mosaik. So, jetzt sind wir beim Altar angekommen. Der ist ganz zentral immer in fast jeder Kirche aufgestellt, weil da findet die tatsächliche Wandlung, die Eucharistiefeier von der Messe statt. Viele andere Teile von der Messe finden woanders im Altarraum noch nicht statt. Und da macht eben der Priester wandelt da Brot und Wein. Und
symbolisieren soll der Altar natürlich, wie er ausschaut, einen großen Tisch. Und das ist eben der Tisch, wo das letzte Abendmahl stattgefunden hat. Ja, dann gehen wir weiter. Das ist das Ambo. Da ist eben ein Mikrofon und da kann man sich was hinlegen, was man vorlesen will. Das heißt, da werden alle möglichen Dinge während der Messe vorgelesen, sowohl Fürbitten als auch die Lesung des Evangeliums. Ja, genau. Und eben, das sind Teile, so wie auch die Predigt, die einfach Teile vom Wortgottesdienst sind, die nicht einmal da stattfinden, sondern da bei diesem Ambo. Daneben genau ist der Gabentisch. Da stehen normalerweise mehrere Dinge, so wie auch der Kelch und das Wein und Wasser, alles was die Ministranten brauchen und irgendwann dem Pfarrer bringen müssen. Jetzt stehen da nur die zwei Leuchter, die eben für den Leuchterdienst verwendet werden. Und beim Evangelium stellen sich die beiden Ministranten, die den Leuchterdienst machen, mit ihren Leuchtern so da daneben hin. Und der Diakon liest da in der Mitte vor und das soll dem Ganzen auch eine feierliche Stimmung verleihen. Da ist noch die Orgel, die ist relativ neu und sehr schön und groß. Die haben wir nicht immer gehabt, da hat es nur einen Umbau gegeben. Und ja, seitdem haben wir diese schöne Orgel. Eben die Orgel ist ein sehr wichtiges Instrument in der Kirche. In fast allen Kirchen gibt es eine Orgel. Und das ist einfach ein sehr lautes, mächtiges Instrument, was sehr gut an Kirchenraum auch füllt. Also beim Altarraum sollten wir vielleicht einmal die ganzen Dienste erwähnen, die da Arbeit haben oder was zu tun haben. Klar ist der Pfarrer, dass der eine wichtige und zentrale Aufgabe hat in einer heiligen Messe. Es gibt aber auch den Diakon. Der Diakon ist auch geweiht. Das ist die Stufe, bevor man zum Priester geweiht wird. Genau, der Diakon hilft dem Pfarrer im Altarraum, der liest das Evangelium. Der ist speziell auch für die Leute im Pfarrgebiet da. Und es gibt auch die Ministranten. Die Ministranten sind meist Kinder oder Jugendliche, die dem Pfarrer in der Heiligen Messe helfen. Die bringen ihm Brot und Wein, die halten Kerzen, die schwenken mit dem Weihrauch, die klingeln oder tragen die Körbe herum. Genau, die haben solche Aufgaben, die der Pfarrer oder der Diakon jetzt nicht erledigen kann. Dann gibt es noch Lektoren. Die Lektoren sind die Menschen, die lesen, zum Beispiel die Fürbitten oder die Lesung. Es gibt dann auch noch den Mesner oder die Mesnerin, die richten alles vor, bevor die Messe anfängt, her. Die richten genug Kommunionen her, die richten Wein her, die zünden alle Kerzen an, schauen, dass das Altartuch auf dem Altar liegt, genau, dass alles bereit ist. Und dann gibt es noch die Kommunionhelfer und Kommunionhelferinnen, die helfen beim Austeilen der Kommunionen, wie das Wort eh schon sagt. Und es gibt Musiker und speziell eben auch einen Organisten, der die Lieder mit der Orgel begleitet. Und es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Leute, die helfen, dass eine Messe gut gestaltet wird. Das fängt an bei Leuten, die Fürbitten schreiben oder eben auch den Blumenschmuck herrichten. Und da gibt es ganz viele Personen, die mithelfen. Um die Messe zu beginnen, läuten die Ministranten den Gong, wo sie eben da aus der Sakristei heraus einziehen. Man muss bei der Tür anfangen und dann machen. Jetzt haben euch alles im Kirchenraum gezeigt und jetzt geht's nur in die Sakristei. Kommt zu mir. Also jetzt sind wir beim Teil der liturgischen Farben angekommen. Und zwar hat das Zweite Vatikanische Konzil liturgische Farben festgelegt. Und es gibt jetzt zum einen Rot. Also das sind jetzt die Ministrantengewänder, mit denen wir euch das zeigen wollen. Rot steht für Feuer, für Liebe, für den Heiligen Geist.
Und deshalb wird auch die Farbe Rot bei den Messgewändern und Minigewändern dann verwendet, wenn es gerade wichtig ist, wenn gerade der Heilige Geist wichtig ist. Wie jetzt zum Beispiel zu Pfingsten oder bei der Firmung, genau, am Karfreitag oder auch beim Sonntag. Dann die nächste Farbe ist Grün. Grün steht für Hoffnung, für Wachsen, für Leben, für Natur. Und genau, wir verwenden die Farbe Grün in der Messe, wenn gerade keine besonderen anderen Festtage oder Feiertage sind. Die dritte Farbe, die wir da in der Pfarre haben, ist Violett. Violett besteht für Besinnung, Umkehr oder auch Versöhnung bzw. Buße. Violett verwendet man also in der Fastenzeit, im Advent oder auch bei den Versöhnungsgottesdiensten, bei Beichtgottesdiensten oder auch bei Beerdigungen. Und dann haben wir Schwarz. genau, Schwarz ist die Farbe der Trauer und wird sozusagen eigentlich auch, kann auch bei Beerdigungen getragen werden. Schwarz ist aber auch die Farbe für festliches, feierliches Gewand. Und wir in der Pfarrei der Heiligen haben es so, dass die großen Ministranten, die gefirmt worden sind, dass die dann die schwarze Minigewänder anhaben. Es gibt ja nicht nur Ministranten in der Kirche oder in der Messe, sondern auch den Pfarrer und den Diakon. Jetzt schauen wir mal in den Schrank hinein. Machen wir den da auf. Also das sind die Messgewänder und Alben von Pfarrer und Diakon. Und wie ihr seht, man sieht auch da bei den Messgewändern die verschiedenen Farben zu den Mini-Gewändern und liturgischen Farben passend. Also Rot, Violett, dann Weiß, das habe ich noch nicht erzählt, und Grün. Ja, und in manch anderen Farben oder eben auch da, wie man sieht, es gibt auch andere liturgische Farben, die seltener verwendet werden, zum Beispiel Rosa, Gelb oder Gold, Silber und Blau. Also fast der wichtigste Teil von der Messe ist ja die Wandlung. Und dazu bringen die Ministranten bei der Gabenbereitung den Kelch für den Wein und diese Hostienschale für das Brot und die Hostien, die gewandelt werden soll. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Also es gibt da ganz verschiedene Kelche und Schalen. Es gibt zum Beispiel auch solche Kelche, das ist zum Beispiel der Kelch, mit dem der Bernhard geweiht worden ist und der wird dann mitgeweiht, das heißt, das ist sein Kelch, den er auch, wo er in unsere Pfarre gekommen ist, mitgebracht hat und auch in jede Pfarre, wo er sein wird, mitnehmen wird. Bringen die Ministranten und da ist dann in einem Wasser und in einem Wein drin für die Wandlung. Nach der Gabenbereitung, vor der Wandlung, wascht sich der Priester, der die Wandlung jetzt machen wird, die Hände und sagt, ich wasche meine Hände in Unschuld. Dazu ist dieser Krug und da ist auch noch das Hostienlager in dem Schrank. Die sind aber noch nicht gewandelt, in dem Schrank nur die Stolen vom Pfarrer. Da kann man auch wieder die liturgischen Farben sehen. Und Messbücher, wo alles Mögliche drinsteht, was der Pfarrer während der Messe wissen muss. Es gibt übrigens drei verschiedene Lesejahre für die Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas, die eben mit A, B, C betitelt sind. Wir sind gerade in Lesejahr A. Und ja, das Johannesevangelium wird dann zu den passenden Zeiten auch immer wieder dazwischen gelesen. Also in dem Schrank sieht man die ganze Technik von der Kirche. Da kann man sowohl die Heizung als auch alle Lichter, Strahler einschalten. Und auch da oben, das ist das Bedienfeld von den Glocken oben. Da kann man jede einzelne einschalten oder ausschalten eben. Dann da, in dem ganzen Block und in den ganzen Schubladen, kann man auch noch einige Sachen finden. Das sind unter anderem viele verschiedene Tücher, Altartücher, Tischtücher, was man halt so für Tücher so braucht.
gibt auch, na, da wieder Tücher zum Verhängen in der Fastenzeit, da verhängt man ja die Kreuze, oder eben auch Tücher für den Altar, die in den liturgischen Farben. Ja, interessant ist vielleicht nur das. Da drinnen ist dann das Chrysamöl, mit dem ihr bei der Firmung geweiht werdet. Und wenn jemand zum Beispiel von den Nachbarn oder Oma oder so krank ist und nicht in die Kirche gehen kann, dann kann jemand von den Kommunionhelfern ihr oder ihm mit dieser Büxis, heißt es, die heilige Kommunion geweiht bringen. Ja, und sonst kann man da ganz viele Sachen noch finden, von Taschentücher bis Kabeln für den Beamer. Das ist jetzt nicht so interessant. Interessant ist vielleicht nur das. Das ist unser Weihrauchständer. Da sieht man eben das Weihrauchfass. So schaut das bei uns aus. Da machen die Ministranten den Weihrauch bei großen Festtagen oder Beerdigungen und Feiertagen. Das wird einfach nur ein bisschen festlicher, wenn der Weihrauch dabei ist. Genau, da wird mit einer Kohle angezündet und da wird dann da so, werden dann so Körner draufgelegt und das raucht. Weihrauch. So, wir hoffen, ihr habt so ein bisschen was über die Kirche und über die wichtigsten Teile der Kirche und der Sakristei gelernt. Und es war nicht so langweilig und die Johanna und ich halten gut Abstand. Und wir hoffen, wir können uns bald wieder live sehen. Ciao!